In diesem Video stelle ich dir die Infinity-Frequenz vor. Du wirst erfahren, wie du dich mit deinem höheren Selbst, mit deinem Gottesbewusstsein dahinter verbinden kannst. Ja, wie schon erwähnt, im heutigen Video möchte ich dir zeigen, was die Infinity-Frequenz genau ist und wie du dich mit dieser Frequenz in ein höheres Bewusstsein, also dein Bewusstsein in dieses höhere Bewusstsein verlagern kannst. Wie es dazu gekommen ist, das war sehr, sehr spannend. Ich habe das in einem anderen Video sehr ausführlich erzählt. Das Video verlinke ich dir. Unter diesem Video kannst du dir gerne anschauen, sehr, sehr interessanter Erfahrungsbericht beziehungsweise zwei Techniken sogar dazu, verlinke ich dir hier unten drunter, wenn du runter scrollst. Also ich werde jetzt nicht detailliert darauf eingehen, wie es dazu gekommen ist, aber es war sehr, sehr spannend. Das siehst du dann im anderen Video. Auf jeden Fall kurz zur Frequenz, wie funktioniert sie, wie habe ich sie aufgebaut und was ist der Sinn dahinter? Du kannst dir das so vorstellen, wie sind die auf der Erde und das Bewusstsein, kannst du dir das so vorstellen wie so eine Pyramide, die umgekehrt ist, die am Kopf steht und die nach oben geht. Und die Bakterien sitzen sozusagen ganz unten, haben ein kleineres Bewusstsein oder die Atome und dann geht es immer weiter in die Tiere, in die Pflanzen, oder Pflanzen, in die Tiere, in die Menschen, planetares Bewusstsein, galaktisches Bewusstsein, kosmisches Bewusstsein und so weiter und so fort und bis zum göttlichen Bewusstsein, das aber in die Unendlichkeit geht. Und wir sind ja auf der Erde im menschlichen Bewusstsein und du kannst dir das so vorstellen, dass jeder Planet in unserer Galaxie hat ja eine eigene Frequenz und die Quersumme aus diesen jeweiligen Frequenzen ergibt ganz zufällig genau 9. Ja? Und diese Frequenzen, und das Witzige ist auch, wenn du alle zusammenzählst, alle Frequenzen, die in unserer Galaxie sind, alle Frequenzen der Planeten in unserer Galaxie, kommst du in Summe auch auf die Quersumme 9. Sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall kannst du dir das vorstellen wie so eine Brücke, also das heißt, wir sind hier auf der Erde und diese ganzen Planeten, diese Frequenzen der Planeten, die dann in die Galaxie hinausgehen, sind wie eine Brücke. Am 4. Juli 2020 war ja eine sogenannte Planetenparade und an diesem Tag hatte ich eine sehr, sehr interessante Erfahrung mit dieser Frequenz und die erzähle ich halt eben in einem anderen Video, was ich dir unten drunter verlinke. Auf jeden Fall ist es so, dass man sich das so vorstellen kann, dass das Universum ein höheres Bewusstsein hat und wie das Internet. Und wenn du, wenn man die Frequenzen der jeweiligen Planeten übereinander legt und gleichzeitig hört, dann schaffst du mit deinem Bewusstsein eine Brücke, die dann sozusagen in das Universum hinausgeht und sich mit dem höheren Bewusstsein koppelt. Und dann kannst du so mit deinem Bewusstsein Zugriff drauf nehmen oder umgekehrt, du kannst dorthin gehen und die Erfahrung dort machen. Und die Frequenz Infinity, darum heißt es auch Infinity, die Unendlichkeit, die Ewigkeit, ermöglicht dir, diese Planetenparade zu simulieren. Die Frequenz ist so aufgebaut, dass du sozusagen die Sonne bist und um dich herum schwingt die, also genau wie die Planeten, die drehen sich gegen den Uhrzeigersinn von bei der Sonne und die drehen sich gegen den Uhrzeigersinn und dann kommen halt alle 6 Minuten aktiviert sich die Frequenz des nächsten Planeten und dreht sich dann mit in der Umlaufbahn. Also ich habe das genau simuliert, wie es ist, wenn du mit dem Bewusstsein in die Sonne hineingehst und in das Universum hinausblickst, dann wirst du Schritt für Schritt sozusagen diese Frequenzen aktiviert bekommen und diese Brücke wird sich immer weiter öffnen und dehnen bis hin zum kosmischen Bewusstsein. Und diese Frequenz ist auf 3 Teile aufgebaut. Der erste Teil ist eine schöne, angenehme, subtile, teils kosmische Meditationsmusik, auch in MD, also in 3D, wo die Flöte und so sich ein bisschen bewegt. Dann kommt der zweite Teil, das geht dann schon ein bisschen mehr ins Kosmische, auch ein bisschen noch subtiler. Und dann geht es in den dritten Teil, da ist dann eine Live-Aufnahme von der NASA. Ich glaube, das sind die letzten 10 Minuten von der NASA im Universum. Also du hörst dann genau das, was man so hört, wenn man im Universum draußen ist. Und im Hintergrund laufen dann diese Planetenparade dann in einer Reihe. Das ist dann die letzte Phase
diese Frequenz. So funktioniert sie und das ist eine Möglichkeit, wie man sich mit einem höheren Selbst verbinden kann, wie man diese Erfahrung machen kann, wie es ist, in diesem Zustand zu sein. Wie gesagt, dazu gibt es ein eigenes Video, wo ich einen Erfahrungsbericht teile. Und nicht nur ich, sondern auch die Lisa, die auch durch diese Frequenz diese Erfahrung gemacht hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass du, wenn du das hörst, zum ersten Mal das erlebst. Aber wenn man damit trainiert, glaube ich, dass es für jemanden, der für so eine Erfahrung bereit ist, möglich ist, damit diese Erfahrung auch zu machen. Gut, ich will nicht zu viel darüber erzählen. Hörst du einfach an, lass dich überraschen, was passiert und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.